Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir folgen heute dem zweiten Stern rechts und dann geradeaus bis zum Morgen, denn wir werfen heute einen Blick auf Titania. Titania ist ein Warframe im Stil einer Fee, wodurch ihre Fähigkeiten recht einzigartig sind. Ihr Name ist eine Anspielung auf Shakespeares Stück A Midsummer Night's Dream, wo Titania die Frau des Elfenkönigs Oberon ist. Die Frage ist, bringt Titania wirklich etwas Neues ins Spiel oder tut sie wie Oberon nur Dinge, die andere Warframes wesentlich besser können? Titanias Blaupause und ihre Teile erhaltet ihr im Laufe der Quest Der Silberne Hain. Um diese Quest zu starten, müsst ihr die Anführerin von New Loka in einem Relay besuchen. Eure Beziehung zu New Loka ist hierfür glücklicherweise nicht relevant, ihr müsst aber vorher der zweite Traum abgeschlossen haben. Falls ihr aber keine Lust habt, Pflanzen zu scannen, könnt ihr alternativ Titania samt Slot und Reaktor für 275 Platin erwerben. Sie ist außerdem im Silberne Hain-Paket zusammen mit dem Aurai-Helm, der Sarpa, den Pox, der Foxes Viandana, der Haltung Kugeltanz und Boostern für 660 Platin erhältlich. Titanias erste Fähigkeit, Bezaubern, entwaffnet euer Ziel sowie alle Gegner in dessen unmittelbarer Nähe und lässt sie hilflos durch die Luft schweben. Gleichzeitig werden Verbündete in der Nähe des Ziels vorübergehend vor Statuseffekten geschützt. Wenn die Fähigkeit endet, müssen überlebende Feinde außerdem manuell ihre Waffe suchen und aufheben, falls sie vorher eine besaßen. Ihre zweite Fähigkeit, Tribut, schwächt einen Gegner und extrahiert ein Pickup, das euch und Verbündete in eurer Nähe bufft. Die Art des Buffs hängt vom jeweiligen Gegner ab, es gibt aber insgesamt 4 Typen. Alle Buffs stapeln sich bis zu 5-mal, werden aber in keiner Form von Kraftattributen beeinflusst. Staub verringert die Genauigkeit aller Feinde in Titanias Nähe und kommt von Gegnern mit Schusswaffen. Dornen reflektiert einen Teil des erlittenen Schadens, solange der Angreifer weniger als 50 Meter von Titania entfernt ist, und kommt von Nahkämpfern. Verwickeln verlangsamt Gegner in eurer Nähe und kommt von schweren Gegnern. Vollmond erhöht den Schaden von Wächtern, Kubros sowie Kavets und kommt von fliegenden Gegnern sowie beschworenen Gegnern wie Drax. Ihre dritte Fähigkeit, Laterne, lässt einen Gegner hilflos in der Luft schweben. Alle anderen Gegner in Reichweite werden von der Laterne abgelenkt und angezogen. Gegner, die der Laterne zu nahe kommen, werden von euren Klingenfliegen angegriffen. Der betroffene Gegner ist für die Dauer der Fähigkeit unverwundbar und wird von Angriffen bewegt. Wenn die Fähigkeit endet oder beendet wird, explodiert der Gegner und schadet allen Feinden in seiner unmittelbaren Nähe. Titanias vierte Fähigkeit, Klingenflügel, lässt Titania auf die Größe eines Wächters schrumpfen und gibt ihr Zugang zu einem eigenen Arcwing, den Vestolen Dexfixia und dem Schwert Daivata. Die Waffen übernehmen die Mods von Primär- und Nahkampfwaffen, mit Ausnahme von Augmenten und Mods, die nur für bestimmte Waffen nutzbar sind, zum Beispiel verborgene Vitalität. Titania wird außerdem von 6 Klingenfliegen begleitet, die Feinde angreifen und so von Titania ablenken und ist 50% schwerer zu treffen. Sie ist aber auch nicht in der Lage, mit Objekten zu interagieren oder Fokus einzusetzen, solange die Fähigkeit aktiv ist. Titanias passive Fähigkeit erweitert ihre Geschosssprünge um 25% und erzeugt für 5 Sekunden ein Energiefeld, das Verbündeten den gleichen Bonus gewährt. Mein Bild besteht aus Stromlinie, Fluss, flüchtige Stärke, überdehnt, Vitalität, Umlenkung, Kontinuität und Verstärken. Dieser Bild eignet sich gut als Standard für die meisten Missionen, in denen keine Spezialisierung erforderlich ist. Ihr werdet allerdings 5 Former benötigen, um diese Mods und eine Exodus-Mod nutzen zu können, und ihr werdet dennoch auf letztere verzichten müssen, wenn ihr eine unpassende Aura benutzt. Außerdem wird die Höchstgeschwindigkeit von Klingenflügeln offenbar nicht von Sprint beeinflusst. Titania ist schwer einzuordnen. Sie ist ohne Frage ein mächtiger Warframe und ihre Fähigkeiten sind recht einzigartig. Ich würde sie aber nicht als Must-Have-Warframe einstufen. Andererseits ist sie relativ einfach zu bekommen. Wenn ihr also den Slot habt und euch ihre Fähigkeiten zusagen, spricht nichts dagegen, ein paar Fotos von Blumen zu machen. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn die einige von Titanias Mechaniken auf andere Warframes übertragen würde, insbesondere was Klingenflügel betrifft. Es ist schon sehr paradox, dass der Feenframe fliegen kann, aber der Vogelframe und der Drachenframe nicht. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light!